Hallo, ich grüße dich zu einem Zahlenvideo, also Numerologie-Video, also ganzheitliche Numerologie. Eine interessante Sache. Also vielleicht bist du selbst auch betroffen oder kennst solche, die betroffen sind. Gut, vom Grundprinzip, also sobald du ein Elternteil bist, also dann betrifft es dich sowieso in irgendeiner Form. Ich habe gerade wieder kürzlich erlebt, oder beziehungsweise ich erlebe das, also erlebt das immer wieder mal, dass zum Beispiel, es kommt mehr von der Mutter her als vom Vater. Aber gibt es manchmal auch, dass ein Vater fragt, aber oft fragt eben eine Mutter: Du, ich bin eine Mutter von einer Tochter, die ist so und so geboren, du kannst du mir sagen oder kannst du mir Impulse geben, sie hat gerade so ein bisschen Schwierigkeiten oder ist ein bisschen, weiß nicht was, orientierungslos oder dies oder das, also ich gehe dann noch näher darauf ein, und du kannst du mir sagen, du soll ich da, oder ja, was soll man da machen und so. Und ja, also vom Prinzip her, ich zeig dir mal zwei Daten, also ich zeige dir mal zwei Daten, also das Datum der Mutter und das Datum der Tochter. So. Also, du siehst das sicher sehr gut. Ja, so. Also, Mutter geboren am 1.5.77. 1.5.77, die Mutter. So. Und die Tochter 20.8.06. Also, die Tochter 20.8.06. Oder? Und, ja, da war die Anfrage, ja, also kannst du, also erstens mal ganz generell, kannst du so Tätigkeitsimpulse, also Berufsimpulse geben? Selbstverständlich mache ich natürlich immer wieder gerne, also ich bin ja mit dieser ganz heiteren Lehre und mit diesem genialen Arbeitsblatt, da kann ich ja hervorragend wichtige Tätigkeitsfelder in dem Sinne aufzeigen, Berufungen, also das, was eben gut ist für einen Menschen zu tun, zu fördern. Und ja, selbstverständlich kann man das hier machen, also für die Tochter, also ich habe dann sofort gesehen, also 20.08.06, oder? Also du musst wissen, dass die Zahlen, oder es ist, ich sage ja immer, es ist, du kannst alles mit allen Zahlen tun oder fördern, aber es gibt gewisse Zahlenkräfte, mit denen kannst du das eben noch viel besser tun. Ja? Und so gesehen, also hier jetzt, die 0, die 2 und die 8, die gehören unter anderem, also nebst anderen Eigenschaften, die diese drei Zahlenkräfte haben, die gehören zu den weiblichsten, sozialsten, fürsorglichsten, gemeinschaftsbetontesten Zahlenkräften. Dann habe ich natürlich sofort auch den Tipp gegeben, ja, du, für andere Menschen da sein, also irgendeine Tätigkeit ausüben im Fürsorgewesen, Sozialwesen, Beschützewesen, zum Beispiel geht es auch mit Tieren, mit Pflanzen, einfach für Lebewesen da zu sein, zu sorgen, zu hüten, zu beschützen, ja, sowieso eine möglichst angenehme, friedliche, harmonisierende Rolle spielen, auch später dann mal eine bewusstmachende, aufklärende Rolle spielen. Sie kann später mal so als, zum Beispiel als Bewusstseinsexpertin, als Wissensexpertin, also Wahrheitsexpertin, ja, weil sie hat ja die 2 und die 0. Die Nuller und die 2, die Nuller, die kommen ja hier sowieso sehr viel vor, und die 2, die 0 und die 2, das sind ja die beiden wichtigsten Bewusstseinserweiterungszahlen, die es gibt. Also ist ja das hervorragend geeignet, sowas, oder? Aber auch zum Beispiel bestens geeignet für musische, künstlerische, kreative, gestaltende Tätigkeiten, ja, also mit geraden Zahlen, auch mit der 8, die etwas Schönes gestalten, ja. Mit der 6 zum Beispiel Körperarbeit wichtig, sowieso, dass das eben helfen, für andere da sein, etwas Therapeutisches tun und so. Wegen dem enorm großen Aufnahmevermögen ist er auch sehr magnetisch,
ein Geburtsdatum mit geraden Zahlen, Geburtstagszahlen, schon, nur schon, ohne dass ich jetzt hier das Gesamtbild ausrechnen muss, oder? Sehe ich da sofort in dem Sinne eben eine enorm große Empfänglichkeit, Aufnahmefähigkeit. Und da ist natürlich, was wollte ich jetzt sagen? Es ist mir gerade aus dem Kopf, weil ich jetzt, das passiert manchmal, wenn ich dann einen nächsten Schritt machen will oder wenn mehrere Dinge einfach hineinkommen. Auf jeden Fall sieht man schon recht klar, was hier eben geeigneter Natur ist. Aber jetzt war eben auch das Problem, die Mutter hat eben gesagt, darum, also die Mutter hat eben auch gesagt, ja, sie fühle sich, sie weiß nicht so recht oder in dem Sinne, die Tochter sei so ein bisschen blockiert und so, und ja, das sei so ein bisschen schwierig und sie fühle sich so ein bisschen eingeschränkt, zum Beispiel in ihren Freiheiten und so. Und also ich möchte dir eben zeigen oder sagen, sobald Eltern auf mich zukommen mit Kindern oder Jugendlichen, also wenn es um ein Kind oder um Jugendliche geht, also hier kann man ja schon sagen, also Jugendliche, also ich meine, die ist jetzt auch die ist auch schon 16, oder? Das hat übrigens schon eben Robert Beetz und das haben andere schon gemacht, gesagt, wenn es um ein Problem geht bei Kindern oder Jugendlichen, ja, dann sind oft eben recht stark auch die Eltern betroffen oder haben damit zu tun. Ja. Also muss man die Ursache bei der Mutter oder beim Vater suchen oder also die mit einbeziehen oder das Wechselspiel beachten oder was da für Einflüsse läuft. Oder? Also das heißt, das mache ich jetzt auch immer, seit längerer Zeit. Also wenn es um Kinder oder Jugendliche geht, Geburtsdatum, Tätigkeiten oder dann eben auch mögliche Probleme, dann will ich immer auch das Geburtsdatum der Eltern wissen. Ja? Das solltest du auch tun, falls du auch mit Numerologie arbeitest oder Astrologie oder Handlesen, immer auch die Elternteile mit einbeziehen. Ja? Weil dann kannst du enorm Interessantes sehen, weil hier, gut, hier ich weiß, es ist selten derart krass. Oder? Also hier ist es ja offensichtlich, was hier geschieht, also zumindest meiner Meinung nach. Also das kannst du dann vielleicht auch wieder anders sehen. Aber schau mal, also da musst du nicht mal große Zahlenkenntnisse haben, aber wenn du immer wieder mal meine Videos schaust oder mich auf den Livestream siehst oder so, oder meine Erklärungen, dann weißt du, die Mutter hat eine enorm einflussreiche, dominante, starke, ja, Führungsmacht, Autoritätskonstellation. Wieso? Im Gegensatz zu den Zahlen 0, Nuller, die ja viel häufig bei der Tochter vorkommen, also Nuller, Zweier, Achter, die ja sowas von sanft und egolos und ja, für andere da sein und lieb und irgendwie sanft und eben einfühlsam und alles. Im Gegensatz zu diesen Zahlen sind eben die Zahlen 5, 7 und 1, besonders auch noch im Verbund, hier sind sie auch noch im Verbund, also die Zahlen 5, 7 und 1, das weißt du inzwischen wahrscheinlich auch schon, habe ich auch schon einige Male thematisiert und werde es dann natürlich auch in der Zukunft immer wieder thematisieren. Die gehören eben zu den, nochmals, zu den dominantesten, einflussreichsten, wirkstärksten Zahlenkräften, die es gibt. Ja, also jetzt haben wir eine sehr starke Mutter und, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, eine sehr starke Mutter und ein sehr sanftes, träumerisches, also die 0 und die 8 zusammen, das gibt auch so etwas Träumerisches, Fantasievolles, gell? Immer wieder so irgendetwas Träumen, ne? Und die 0, das ist auch so etwas Unendliches. Und jetzt haben wir diese bestimmte, klare Konstellation der Mutter, oder? Die natürlich
aufpassen muss, dass jetzt ihre Tochter nicht drängt. Ja? Also hier ist es eben genau gut, wie die Verhältnisse, wie die Stärkeverhältnisse und Einflussverhältnisse stehen, weißt du? Darum kann es eben wichtig sein, eben auch die Eltern mit einzubeziehen, damit man dann eben noch mehr Klarheit besitzt, was sein könnte. Oder wenn es hier die Mutter zu viel will oder die Tochter vielleicht zu stark fordert oder drängt oder weiß nicht was alles. Also ich weiß jetzt nicht genau, was dann genau vorfällt. Oder? Aber hier ist das so klassisch, so typisch, oder? Dass halt so eine Tochter, die wirklich sowas von auch von sensitiv, medial ist, alles spürt, alles wahrnimmt, was innerhalb der Familie passiert, auch innerhalb von den Eltern. Also du kannst Kindern, die eine 2 und eine 0 im Geburtsdatum haben, sogar schon an einem 20. geboren sind oder ähnlich, vor denen kannst du nichts verstecken. Die nehmen alles mit, die registrieren alles, jede Stimmung, alles, was auch zwischen dem Partner und so weiter abläuft. Oder? Und je nachdem, wenn das dann nicht so harmonisch ist oder Streit gibt oder so, das wird alles aufgesogen, oder? Das wird alles aufgenommen. Also hier die Differenz, also hier, das ist eine typische Ergänzung. Also die Tochter kann von der Mutter lernen und die Mutter kann von der Tochter lernen. Halt je nachdem, um was es geht. Also die Tochter kann da lernen, selbstsicher, selbstbewusster zu werden, was man eben mit einer 20 und mit einer 8, sowieso mit den Zahlen 2, 8 und 0 kaum oder nicht so gut kann. Mit der 6 ein bisschen mehr, aber auch nicht so. Das ist nicht typisch, das sind keine Zahlen. Also mit diesen Zahlen, das ist relativ schwierig. Also persönliche Sicherheit, persönliche Stärke, Einfluss, eben Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, so Ego, gesundes Ego, gesunde Eigenheit, ja, das ist halt eben alles nicht so typisch, währenddem das bei den Oberzahlen mit einer 1 und mit einer 7 und dann auch 5 viel typischer ist. Oder? Also das heißt, ja, darum kann es so wichtig sein, die Eltern auch mit einzubeziehen, besonders hier. Ich weiß natürlich, dass das nicht immer so typisch ist, oder? Dass ein Elternteil, ich weiß jetzt hier das Geburtsdatum des Partners von der Mutter nicht, aber das genügt ja hier, für mich genügt das nur schon hier, das zu sehen, oder dass ich weiß, ja, eine so starke und wahrscheinlich auch recht erfolgreiche Mutter, oder? Also ja, das ist schon interessant. Also da muss man schon wissen und ja, das hat einfach verschiedene, nicht jeder ist gleich und dann ist halt doch das, muss man, ist es gut, wenn man das weiß. Übrigens, hier kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Tochter, Oft Kinder ab dem Jahr 2000, ja, die haben oft sehr große Aufgaben gegenüber den Eltern, dass die Eltern zu mehr Bewusstsein gelangen. Ja, ganz, ganz typisch bei diesen Kindern. Ja, so auch hier natürlich. Oder hier das Materielle, das Irdische, kann man recht erfolgreich sein. Und hier so dieses verträumte, jenseitige, feinstoffliche, innenbezogene. Ja, das einfach mal so eben ein Vergleich, das wollte ich einfach mal bringen. Also ich habe es eben schon im Livestream gebracht letzten Freitag, aber das sieht natürlich längst nicht jeder an. So weiß auch nicht, was das Thema ist im Livestream alles. Darum dachte ich, ja, ich bringe es nochmals hier so ein Beispiel. Vielleicht kennst du das ja selbst, entweder als Tochter oder als Mutter. Genau, also. Falls du selbst mehr wissen möchtest über diese ganzheitliche Numerologie, also du bist hier an der richtigen Stelle, klar, du musst mir natürlich auch, also ich muss dir natürlich auch ein bisschen sympathisch sein, alles, also ich meine, wenn man dann als Trainer oder Berater oder Coach auftritt, das ist ganz klar, das verstehe ich schon, aber ich sage einfach an dieser Stelle gerne, ich bin genau der Richtige,
Ja, also ich bin der ganzheitliche Numerologie-Profi, Experte und falls du selber weiterkommen möchtest in dieser fantastischen Lehre, zum Beispiel mit diesem genialen Geburtsblatt arbeiten möchtest, also ich habe eine große Anzahl von Ausbildungsmöglichkeiten, kleineren, größeren, aber auch zum Beispiel als Basis eben auch viele interessante Beratungsangebote für dich. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss.